So, Hallöchen. Es soll jetzt nicht unbedingt um das hier gehen. Auch darum geht es. Das hier habe ich mal gefunden. Das ist so ein, manche werden es wissen, Verdunstungskühler. Allerdings hängen hier die Kabel raus. Und ich habe das Ding wirklich so gefunden. Da hat irgendjemand die Kabel hier zusammengedreht, beide zusammen und dann, weiß ich nicht, 5 Volt oder was reingehauen. Weil hier steht drauf 5 Volt, 1,5 bis 2 Ampere. Man sieht hier Lüfter und Licht. Das Ding hat aber noch ein bisschen was mehr. Hier oben ist so ein Fach. Da kommt Wasser rein. Und warum kommt da Wasser rein? Ja, weil der muss hier irgendwo Wasser verdunsten. Innen drinne ist so ein Teil. Das ist ein, ja, Schwamm kann man es jetzt nicht sagen. So eine Filzmatten. Die muss man nass machen. Und dann kommt das hier rein. Luke dicht, Lüfter an und dann kommt da kalte Luft raus. Und wenn Luft oder Wasser besser gesagt verdunstet, entsteht Kälte. Ist nicht viel, aber es reicht aus. Und dann hat man kalte Luft. Es gibt aber einen Nachteil. Schwüle Luft ist feuchte, warme Luft. Und dann sind die Dinge nicht sehr effektiv. Wenn du trockene Luft hast, kann man die auch zum Luftbefeuchten nehmen. Und dann fangen sie auch an zu kühlen, wenn es wirklich sehr warm ist und man hat trockene warme Luft, kann man die zum Kühlen nehmen. Bei trockener warmer Luft, bei feuchter warmer Luft funktioniert das nicht so direkt, weil dann verdunstet nicht so viel Wasser. Da habe ich gesagt, hier oben kommt noch Wasser rein. Warum kommt da Wasser rein? Ja, irgendwo muss das Wasser herkommen. Es gibt verschiedene. Ich habe das Ding halt gefunden und ich habe erst nicht gewusst, wie das Ding funktioniert. Ich versuche es mal zu zeigen von drinnen. Da ist so ein Teil drinnen. Hier ist meine Taschenlampe. Da, wo der Lichtkegel ist, da ist so ein Teil drinnen. Da war ja offensichtlich Elektronik dran, da gehen nur noch zwei Kabel hin. Also muss da ja irgendwie Wasser runterkommen, damit da der Schwamm Wasser voll kriegt. Habe ich so gedacht. Ja, es kommt da auch Wasser runter, aber nicht so, wie ich gedacht habe, und zwar in Tropfen, sondern als Dampf, als Nebel. Und zwar ist das ein Ultraschallverdampfer da drinne. Und ich habe mir nämlich was gekauft, das soll will ich dann nämlich einbauen. Weil das, was ich hier probiert habe, nicht hinhaut. Oder es haut hin. Ich kann euch das gerne noch mal schnell zeigen, wie das funktioniert. Und dann komme ich zu dem Teil, was ich gekauft habe, was ich da einbauen möchte. Ihr habt es auf dem Vorschaubild wahrscheinlich schon gesehen. Und ich habe auch einen Schaltplan, der liegt im Hintergrund. Werde ich euch mal zeigen, wie das in etwa funktioniert. Nagelt mich nicht fest, ich habe mein Wissen auch nur aus Wikipedia, weil ich habe da ganz lange gegoogelt und gesucht und gemacht, bis ich kapiert habe, wie die Dinger wirklich funktionieren. Das zeige ich euch dann aber an dem anderen. Ich baue das hier mal schnell auf, so wie ich das Ding betrieben habe. Den Lüfter mache ich nicht an, den Lüfter habe ich mit 5 Volt laufen lassen oder 7 Volt. Es ist ein 12 Volt Lüfter. Und hat mich hier in der Zeit, wo ich hier so 27, 28 Grad in der Hütte hatte, hier in diesem Raum, bisschen geholfen, dass es nicht ganz so heiß ist. Da hat man nie geschwitzt. Man hat einfach nur ganz ruhig da gesessen, nichts gemacht und man hat geschwitzt wie sonst was. Da hat das Ding eigentlich einen guten Job gemacht. Man hat schon gemerkt, wenn der Schwamm, der da drin ist, trocken wurde, dass die Kühlleistung nicht mehr so hoch war. Ich zeige euch aber gleich mal, wie das Ding in etwa, wie ich das ausprobiert habe, wie ich das gemacht habe. Damit da auch Dampf rauskommt oder zumindest Wasser halt. Ich baue das mal auf, dann sehen wir uns gleich wieder und dann wenden wir uns zu dem zu, was ich da gekauft habe. So, da bin ich jetzt nochmal. Jetzt habe ich das hier hingestellt. Das ist ein Frequenzgenerator, ein Signalgenerator. Ich habe gesagt, das funktioniert mit Ultraschall.
Dazu brauche ich eine Frequenz. Da habe ich den Frequenzgenerator genommen und durch Google bin ich dann drauf gekommen, wie das Ding funktioniert. Mit Ultraschall. Was ist Ultraschall? Jetzt werden viele denken, ja, irgendwo was von Megahertz rum oder so. Nein, habe ich auch erst gedacht. Ultraschall fängt ab 20 Kilohertz an, aufwärts bis, ich glaube, 5 oder 10 Megahertz. Ich nagelt mich nicht fest, ist das, was ich jetzt noch im Kopf habe. Aber dieses Teil, das habe ich auch beim Googlen gefunden, also nur dieses Teil, was da verdampft, war angegeben mit ungefähr 110, 115 Kilohertz. Die werde ich jetzt hier mal einstellen. Ich mache mal so 109. Und bei Amplitude bin ich jetzt bei 3 Volt. Da gehe ich jetzt aber mal hoch, nämlich auf 20 Volt. Warum gehe ich auf 20 Volt? Das werde ich euch nachher gleich erklären. Und geh mal da hoch. Ich weiß nicht, ob es jetzt sofort anfängt. Ich muss nämlich erst noch Wasser reintun. So, ich gehe mal so, dass man das sehen kann. So. Wo habe ich die Flasche? Da. Dann kommt da Wasser oben rein. So. Und es fängt schon an und da ist schon was zu sehen. Ich hoffe, man kann es sehen. Sieht man das? Und da unten, dieser weiße Strich. Ist der Lüfter? Ich versuche mal drauf zu zoomen. Da ist so ein wackelnder Strich. Jetzt ist er weg. Und jetzt müsste er gleich wiederkommen. Da sieht man ihn, da kommt er wieder. Ich hoffe, man kann es sehen. Also ich sehe es hier in der Kamera. Und wenn ich jetzt hier mal versuche, Frequenz ein bisschen runter. Hört es auf, wieder ein bisschen hoch. Geht nicht. Ich glaube, so habe ich es gehabt. Und habe ich das rausblasen lassen. Da bin ich hier bei etwa 111, 12, 13. Na, das ist die Eigenfrequenz von dieser Metallplatte, die da drin ist. Das erkläre ich euch gleich an dem anderen, wie das wirklich funktioniert. Aber so habe ich das gemacht mit dem Frequenzgenerator. Das ist aber nicht wirklich viel, was man da an Dampf sieht. So, ich baue das jetzt hier nochmal wieder um, die ganzen Sachen. Und dann komme ich zu dem, was ihr auch auf dem Vorschaubild gesehen habt. Und zeige euch dann, was ich da gebaut habe. Wir werden es auch nochmal ausprobieren. Und das soll dann nachher hier in diese große Kiste nachher rein. Weil es ist nicht nur für den Sommer gedacht, es ist auch für den Winter, wenn ich jetzt im Winter wieder die Heizung anhabe. Habe ich hier eine sehr trockene Luft. Oder im Schlafzimmer genau dasselbe trockene Luft. Ist für mein Asthma echt beschissen. Aber wenn man sowas hat, mit solchen Verdunstungskühlern oder Raumbefeuchtern in Anführungsstrichen, ist es schon einfacher. Also mit diesem Ultraschall-Ding da drauf ist es echt wirklich besser als gar nichts zu haben. So, aber ich werde das jetzt mal umbauen, dass wir dann das andere Teil sehen können und dann werden wir das auch mal ausprobieren. Ich habe euch jetzt das Ding gezeigt. Dafür habe ich das Ding nämlich gekauft. War nämlich das da oben drinne. Erkläre ich dann gleich, was genau Problem ist und so weiter und so weiter. Also sehen wir uns gleich wieder. So, nun haben wir hier die Teile, die ich gekauft habe, die im Vorschaubild zu sehen waren. Das ist eine kleine Platine, Kabel und dieses Ding. Und um dieses Ding geht es. Das ist ein piezokeramischer, ja, Pieper in dem Sinne. Oder wie soll man das sagen? Also es ist so ein piezokeramisches Ding mit einer Metallscheibe in der Mitte. Aber wie funktioniert das jetzt?
Ihr seht da dieses kleine Einbuchtungsdingens. Ihr werdet das nicht sehen können. Ich kann es auch kaum sehen mit einer sehr starken Lampe. Und zwar ist das ein Sieb. Ich kann es noch mal probieren. Ich hoffe, die Kamera geht mir jetzt nicht gleich kaputt. Guck mal hier, mach mal Licht an. Ich glaube, ja, das Licht drin. Aber ich glaube, man kann es erkennen. Ich hoffe, das ist halt ein ganz feines Sieb da drin. So, das Ding, ja, sieht schon ein bisschen besser aus als das, was da drin war, in dem anderen Teil, was ich gerade gezeigt habe. Und zwar ist in dem diesen Kühler, den ich da gefunden habe vor letztes Jahr oder wann ich dann den gefunden habe, genau dieses Teil drinne. Das war schon schwarz hier auf der Seite. Die Seite liegt im Wasser, die Seite ist nach unten offen. Ist aber genau dieses Teil. Ich weiß nicht, das sind glaube ich 16 mm oder 20 mm Durchmesser. 16. Und dieses Teil habe ich gefunden beim Googlen, weil ich habe erst gedacht, das Ding muss doch irgendwie, weil ich wusste nicht, dass das ein Sieb ist, irgendwie Wasser tropfen lassen. Da habe ich gesucht und gegoogelt und gemacht und habe genau dieses Ding gefunden, irgendwann mal bei AliExpress oder wo das war. Keine Ahnung. Habe ich das Teil gefunden und habe dann gesehen, ach, ein Ultraschall, Nebeldingens, wie auch immer man, dieses Ding nennt sich Water Atomisierer oder sowas. Und ich hatte in China jetzt dieses Teil hier mit einer Platine für 4-5 Euro kaufen können. So, das habe ich aber nicht aus China. Hätte ich das jetzt in China gekauft, hätte ich jetzt mit Zoll, bla bla, und hast du nicht gesehen, wahrscheinlich 6,50 oder wie auch immer gezahlt. Ich habe das Ding bei Reichelt gekauft, so wie es jetzt hier ist, für 8 Euro oder 8,99 oder so. Mein Gott, die 2-3 Euro mehr. Das habe ich am Samstag bestellt oder am Freitag habe ich bestellt und habe es heute hier. Muss ich halt nicht in China kaufen. Nicht unbedingt. Kann ich auch mal die lokalen Händler hier ein bisschen unterstützen. Muss ja nicht alles aus China haben. So, bei dem Teil hier, was da in dem Ding drin ist. Aber wie gesagt, das war schon schwarz und hast gesehen. Das habe ich ausgebaut gehabt und habe es in Essig gelegt. Dann fing es wieder an, ein bisschen zu dampfen, weil das wollte vorher gar nicht. Und es macht nicht viel Dampf, man hat es gesehen. Problem ist aber auch die Spannung. Die Frequenz ist nicht das Problem, aber die Spannung. Und da habe ich auch schon versucht mit MOSFETs und Spulen hier so mit MOSFET und Spule und so weiter irgendwie was zu bauen, damit ich dann da mehr Spannung drauf kriege. Aber die MOSFETs halten die Spannung nicht aus. Ich habe keinen MOSFET, der 100 Volt oder was auch immer das da sind, aushält. Die Teile hier funktionieren mit 60 bis 100 Volt. Und dann der Frequenz. Der hier soll haben 105 plus minus 5 Kilohertz. Also zwischen 100 und 110 Kilohertz. So hatte ich ja meinen auch, so bei 108, 111, so in etwa. Und man kann die Dinger in sämtlichen verschiedenen Varianten kaufen, als in so einem Schwimmring für ein Wasserglas oder sowas. Ich werde das hier gleich mal aufbauen und dann mal in Betrieb nehmen, mal sehen. Ich will das hier aber in das andere Ding einbauen. Ich muss eben so mal kurz das Kabel ein bisschen verlängern. Da soll das rein, damit das da drinne ist. Und mit einer Powerbank wird das Ding ewig laufen. So, habe ich hier eine Platine. Man sieht da zwei Spulen drauf. Einmal eine 470 μ. Mal gucken. Eine 47 μ und eine 330 Mikrofarad. Ja. Und zwar sind die zwei Spulen ganz wichtig. Da ist noch ein IC.
Und das ist ein NI555, der macht die Frequenz. Und da ist so ein kleiner Sechsbeiner. Das ist ein Schaltregler in dem Sinne. Ein Step ab. So. Ich habe es gekauft als Arduino-Kit. Hier steht Groove Water Atomization Version 1.0, 8.11.2015 für ein Arduino. Man braucht aber kein Arduino. Um das Ding zu betreiben, braucht man nicht unbedingt ein Arduino. Man kann natürlich ein Arduino dafür nehmen. Ist dafür ja gedacht. Wenn man noch so einen Feuchtesensor hat, um die Luftfeuchtigkeit zu regeln, dass der dann ab einer bestimmten Luftfeuchtigkeit das Ding einschaltet und wieder ausschaltet. Das kann man natürlich mit einem Arduino machen. Aber ich brauche da nicht zwingend ein Arduino für, weil das Ding hat einfach nur Spannung ein und Spannung aus. So, ich werde jetzt das Ding mal so anschließen, ohne das Teil, und nämlich noch was messen möchte. Ich habe gesagt, das läuft mit 60, 90, 100 Volt. Hier ist auch ein Blitzsymbol drauf. Wie das Ding aber aus 5 Volt so viel Spannung macht, das zeige ich euch jetzt mal hier an dem Schaltplan. Und zwar, erstmal fangen wir hier vorne an. Ich hoffe, die Kamera schafft das jetzt mal langsam. Hallo. So, da haben wir VCC. Da steht DC 5 Volt to DC 16 Volt. Hier kommt 5 Volt rein über eine Diode, über eine Spule hinten auf den Dings. Hier ist dieser kleine Sechsbeiner und der macht dann halt hier aus der Einspule und der Spule 16 Volt. Beziehungsweise mit der Spule noch eine viel höhere Spannung. Hier ist nämlich noch ein 100 Nanofarad 100 Volt zwischen, ein 1 Nanofarad 1 KV zwischen. Der MOSFET ist ein CJ2324, weiß ich nicht, 224 Ohm Widerstände parallel. Hier steht was mit PWM. Hier ist nur Spannung ein und aus. Da ist nämlich Ground und Enable. Der schaltet den Transistor 9013 einfach durch, damit die 5 Volt über den MOSFET auf VCC. Und hier ist der ND555 Jumper 2P Short. Was auch immer das, weiß ich nicht, ist auch egal. Hier kommt das PWM-Signal raus aus Pin 3. Ich habe schon geguckt. Aber hier steht ja zu 16 Volt. Und hier hinten ist was mit einem 1 kV-Elko oder Kondensator und einem 100 Volt. Ich schätze mal, da kommen so um die 60 bis 100 Volt raus. Und das wollte ich gerne mal nachmessen, was da wirklich rauskommt. Das werde ich jetzt mal machen, bevor ich da mal einmal die Disk anschließe und eine kleine Demonstration mache. So, sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe jetzt hier das Teil ein bisschen angeschlossen. Hier ist der Enable-Pin. Den setze ich auf Plus. Ich bin mit 5 Volt drinne und habe jetzt schon 270 Milliampere, also 1,42 Watt. Mit 2 Watt soll das Ding laufen. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das am blödesten messe. Am besten ist mit Multimeter. Wechselspannung. Ich hoffe, das funktioniert. Ich mache das mal so, dass man das sehen kann. Geht
gebe den jetzt ein Dauerplus, dass das Ding läuft. Und mess einfach mal hier am Ausgang. Aber ich glaube, das wird das Multimeter nicht können. Aber wird das Ding warm. So wird der so warm. Der wird ja richtig heiß. Multimeter kann es nicht messen. Der Enable-Pin ist doch... Ja, 5 Volt. Das soll vom Arduino aus analog 5, das Programm zum Beispiel sagt das, auf Enable gehen. 5 Volt auf VCC. Okay, kann das so nicht sehen. So, ich nehme mal das Oszilloskop. Ob ich euch das gezeigt kriege, weiß ich nicht. Auf mal 10. 5 Volt. Ground ist. Ja, kann ich da machen. Plus ist klar. So, jetzt mache ich da noch mal kurz Saft drauf. Komm her. Angehen. So. Also es ist 75 Volt und habe eine Periodendauer von, sind wir jetzt hier, 2 Mikrosekunden. Zwei, vier, sechs, acht, zehn, knapp 10 Mikrosekunden. Mach ich mal aus. Wo habe ich mein Handy? Mein PC ist gerade aus. Müsste dann, war ich dann den Taschenrechner? Ich habe hier einen Taschenrechner drauf, das weiß ich. Und da? Nein. Werkzeuge? Da. Taschenrechner müsste, glaube ich, 1 durch, was hatte ich gesagt, 10 Mikrosekunden. Eins durch 20 sind 50 Hertz. 1 durch 0,1. Ja, sind in etwa 100 Kilohertz. Also grob gesagt 100 Kilohertz. Passt schon. Das passt. So. Dann schließe ich das Ding jetzt. Ja, ist klar. Jetzt geht der PC wieder an, weil der im Standby war. Schließe ich das mal an.
Es reicht, wenn das Ding einfach nur ein bisschen in Wasser ist. So. Jetzt geben wir ihm da wieder Power. Jetzt hat er nur 100 Milliampere und dann sollte der jetzt, weil ich den jetzt einfach nur so mache, oh ja, ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Also ich kann es hier sehen, also der nebelt ganz schön. Hat in etwa 1 Watt. Jetzt ist der Strom weg. Ich weiß nicht, wie man das am besten hier sichtbar macht. Aber ich glaube, das könnt ihr schon sehen, ne? Also ich glaube, man sieht es. Ich glaube, ich mache mal was anderes. Ich lass die Disk mal weg. Und werde mal den anderen Kasten mal versuchen anzuschließen. Ich würde mich gleich mal melden, wieder melden. So, ich sehe das jetzt ein bisschen schlecht, aber hier habe ich das Ding angelötet. Ich räume jetzt die Kamera nicht wieder um. Ich lasse das mal so. Jetzt muss ich mal das Wasser haben. So. Das kann da rein. Da ein Schluck rein. So, die Power. Dann war das am das war Menos. Und das beides war Plus. Es hört sich komisch an, aber die Frequenz passt nicht. Nicht so, wie ich gedacht habe, unmöglich daran. Eine Sache. Nee, daran liegt es nicht. Ja, es funktioniert, aber ich muss doch den anderen nehmen. Ist nicht so effektiv. Also, es funktioniert. So, dann nehmen wir das wieder ab. Erstmal kippen wir das Wasser wieder raus. Also bei 1 Watt Stromaufnahme bei ungefähr 100 mA mit einer Powerbank mit 2000 mAh, ja, lass es 10 Stunden sein, 8 bis 10 Stunden, passt. So, löten wir das wieder ab. Dazu nehme ich etwas, das habe ich mir schon vor etwas längerem gekauft. Ein Akkulötkolben. Ist das... Die Lötspitze ist das gleiche Ding, wie ich damals schon mal hatte an dem Parkside-Ding, wo mir die dann doch kaputt gegangen ist. Der ja auch gleich kaputt gegangen ist. Jetzt habe ich mir den hier nochmal gekauft für, ich glaube, 12 Euro. Funktioniert.
Ich hatte aber erst das Problem, dass ich den nicht angekriegt habe. Kann ja mal ganz schnell zeigen. Hier, der hat auch leicht Dings. Micro-USB 3,7 Volt oder hier steht 4 Volt Lithium drauf. Kann ich drücken, passiert nichts. Bedienungsanleitung hat auch nichts hergegeben. Bis ich dann rausgefunden habe, wie es wirklich ist. Etwas länger drücken und dann geht er an. Und einmal kurz drücken. Einmal, das hat er eben nicht gemacht, ist er wieder aus. Das ist eine Einschaltsicherung, dass er nicht sofort wieder angeht. Wenn ich den jetzt wirklich transportiere, dann muss man wirklich schon länger drücken. Ist ungeregelt. Er heizt einfach bis auf Maximum auf und dann ist es gut, aber passt. Vor allem mal zwischendrin schnell löten reicht. Das muss ich nicht in großen anschmeißen. So, aber wir haben gesehen, das Ding funktioniert. Das Ding macht auch ordentlich Dampf. Muss ich ja sagen, also baue ich das um. Macht ein bisschen mehr Dampf als das andere Ding. Ja, das andere Ding ist halt eben gebraucht und keine Ahnung. Aber das wollte ich euch zeigen, das habe ich gekauft. Und das ist nachher auch für den Winter, wenn hier wieder trockene Luft und so weiter ist. Damit kann man wirklich gut eben die Luft befeuchten. Die Platine werde ich auch wieder einbauen, wird aber ein USB-Dings hier ran machen. Und mit den Tastern hier weiß ich nicht, Lüfter und das. Ja, das geht nicht, habe ich nicht. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Das werde ich aber nicht zeigen. Mir ging es um das Ding hier. Also für 8-9 Euro ist das okay. China hätte ich es jetzt auch nicht viel günstiger gekriegt. Also wenn ich es jetzt in China... Gut, ich hätte auch einen 10er-Pack in China kaufen können für 8 Euro oder was. Da hätte ich 10 Stück von den Teilen. Wäre günstiger, aber... Nee. Dauert mir zu lange, dieses dem, sag schnell, Zollzeugs, was sie da jetzt geändert haben. Ich weiß nicht, wie das hier abläuft, ob das hier die Post macht oder nicht oder wie teuer das wird. Ich weiß nicht, wo hier dieses Zolllagergedönse ist. Nicht, dass ich nach Hamburg hoch muss und wenn ich nach Hamburg will, kostet mich das 50 Euro hin und zurück mit dem Zug. Nee, da muss ich mir erstmal schlau machen, wie das hier wirklich funktioniert. Und ich habe auch noch ein bisschen was anderes gekauft noch. Nicht nur das Ding bei Reichelt. Ich habe bei Reichelt noch ein ganzes Ende mehr gekauft. Da kommt nämlich noch was mit Platine ätzen. Habe ich das jetzt gerade hier mal in der Hand? Wo habe ich denn das hingepackt? Da habe ich nämlich noch was gekauft, was ich... Ach da. Was ich noch mit Platine ätzen machen will. Und man sieht das schon, es sind Cinch. Buchsen. Zwar 1x4, 2x4, 3x4, 4x4. Ja, das solltet ihr jetzt nicht sehen. Das schneide ich dann raus. Cinch-Buchsen. Da kommt dann noch was. Da werde ich Platine ätzen. Für. Und da gibt es noch was anderes dazu. Ich mach mal so. Schalter. Und zwar einmal ein und einmal ein aus ein. So, der mein Sofa weiß schon, was es wird. Die anderen alle können sich gerne noch drauf freuen. Und ich habe noch ein bisschen was anderes gekauft. Aber das mache ich in einem zweiten Video. Da komme ich nämlich nachher noch drauf zu sprechen. Aber erstmal mache ich das Video fertig und dann mache ich das andere Video und dann sehen wir uns in dem anderen Video wieder. Auf Wiedersehen, danke fürs Zugucken, vergesst nicht einen Daumen hoch zu geben und eventuell mal ab und zu mal die Videobeschreibung lesen. Da ist noch einmal eine Amazon-Wunschliste drin und ein PayPal-Konto. Ich sage es mal in diesem Video, weil anscheinend wird das nicht so geschaut. Und der Daumen hoch wird auch meist vergessen.
Ja gut, aber dann danke fürs Zugucken und bis zum anderen Video. Tschüssi!